MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16, dem Karrieremodus mit dem SV Darmstadt 98, immer noch in der zweiten Saison. Wir sind mittlerweile in die Rückrunde schon längere Zeit gestartet, haben das letzte Spiel leider gegen die Bayern zu Hause verloren mit 2:0. Okay, gegen die Bayern, da kannst du verlieren. Heute haben wir wieder einen Gegner auf Augenhöhe. Ja, Hannover 96, die sind auf einem guten 8. Platz. Also die spielen im Gegensatz zum reellen Leben, spielen die ja eine richtig überragende Saison. Ne, muss man sagen, ne? Hannover ist ja letzter in echt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier aufnehme. Mal gucken, ob sie es am nächsten Spieltag immer noch sind. Ja, wie gesagt, heute wieder ein Gegner auf Augenhöhe, den wir auf jeden Fall schlagen können, um oben an Wolfsburg dran zu bleiben. Also, na klar, klingt das jetzt immer merkwürdig und komisch, wenn wir sagen, wir müssen oben dran bleiben, weil wir haben wirklich eine realistische Chance, eigentlich Meister zu werden. Aber wir müssen die Mannschaft mal ein bisschen umstellen, weil, ihr seht das, viele sind nicht so ganz fit. Da müssen wir halt heute mal... Oh, Jesus ist schon eine Stärke aufgestiegen, da können wir gleich mal die Startaufstellung tun. Und, ja, Strohengel auf jeden Fall, einen schnellen und einen Kopfballstarken haben wir dann. So, Dickmeier würde ich aber mal lassen. Vielleicht mal den Linksverteidiger, Holland, mal rein. Und hier können wir mal Stark rein packen. Ansonsten würde ich das gerne mal lassen. Warte mal, wir tun mal ein paar frische Leute auf die Bank. Wie zum Beispiel Frančić. Ja, Frančić mal für Weigl. Dann gönnen wir Weigl mal komplett eine Pause. Vaclav Kadlec ebenfalls. Da kommt mal Rosenthal rein. Und ansonsten, ja, versuchen wir es heute so mit der Mannschaft. Es muss auch mal so klappen. Es muss auch mal ohne Vaclav Kadlec, ohne Success muss das mal funktionieren. Und da bin ich mal gespannt, was heute gegen Hannover so geht. Hannover, wie gesagt, ein Gegner auf Augenhöhe. Im Hinspiel haben wir da gewonnen. Rückspiel, ah, weiß ich nicht. Das war ja der Rückrundenauftakt von der letzten Saison hier. In FIFA 16, da haben wir 2:2 nur gespielt. Das war dann der Anfang vom Ende quasi von einer dann Durchschnittssaison dann nur noch zum Schluss. Aber wir waren ja auf dem 7. Platz, also wir wollen das jetzt mal nicht schlechter reden, als es war. Da muss dem Trainer mal irgendjemand was sagen. Zum Beispiel vom Vorstand irgendeiner. So, heute Hannover, gucken wir mal. Da haben wir zunächst einmal Albonos und Stark. So, und Langerick hinten im Tor drinne, den lassen wir. Oh, Opara, erste Schwierigkeiten. Nein, natürlich nicht. So, da haben wir Fabian Holland heute neu drinne. Vardy bleibt, wie gesagt, noch drinne. Artif, Strohengel, der heute für Kopfballstärke vorne sorgen sollen. Die erste Chance vielleicht über Rausch. Über Rausch. Oh, versucht da Strohengel ins Spiel zu bekommen. Zulu hat den. Ja, hat er. Das könnte vielleicht heute eine Waffe sein, Strohengel. Ja, mit seiner Kopfballstärke, der kann da vorne die Verteidiger von Hannover ein bisschen durcheinander wirbeln. Vielleicht sind die auch nicht so groß. Dann haben wir da vielleicht ein paar Vorteile. Prep, Philippe. Hinten auf Christian Schulz, den Kapitän. Aufgepasst. Ja, Strohengel dazwischen zum ersten. Und zum zweiten. Da hat er sich den Ball geholt. Gabriel Jesus. Jawohl. Da haben die beiden Stürmer doch zusammen gut funktioniert. Strohengel erobert den Ball. Jesus macht den rein. Sein zweites Tor schon. Tja, haben wir doch gut gewechselt. Und das meine ich. Strohengel ist groß, ist sehr zweikampfstark, holt sich die Pille. Es war eigentlich zu früh gespielt. Eigentlich wollte ich noch gar nicht spielen, aber doch im richtigen Moment. Und Gabriel Jesus bleibt mit seinen 19 Jahren schon ganz eiskalt vor Ron Robert Zieler. Und somit führen wir wieder 0:1. Ich meine, ihr wisst hoffentlich noch die letzten Ergebnisse, die wir auswärts vor allem geleistet haben. 5:1 in Leverkusen, 5:0 in Frankfurt. Es könnte das nächste 5:0 folgen, aber so weit wollen wir noch gar nicht denken. Wir führen jetzt erstmal 1:0, haben das Spiel jetzt auf unserer Seite, machen hier Hackespitze 1, 2, 3, obwohl das noch gar nicht notwendig ist. Und sind schon wieder vorne über Diekmeier. Macht das Stark, gegen den zweiten auch noch schön gemacht. Da hinten ist, ja, Yannick Stark, glaube ich, wäre da gewesen, aber Edgar Pripp war vor ihm dran. So, erster Eckball nach einer Viertelstunde, läuft doch bislang ganz gut. Rausch, das Opara, schade, Zielers vor ihm da. So, und wieder zurück. Die Verteidiger müssen ganz schnell wieder zurück. Hinten sind wir total offen. Warum sind wir denn hinten total offen? Da haben wir Kiyotake, Melvid Erdinç, der Türke. Achtung, direkt im Gegenzug hier den Ausgleich zu fangen ist nicht gerade nice. Felix Klaus und Yannick Stark und Holland. Beide dazwischen, aber da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen, dass nicht beide Innenverteidiger mit nach vorne gehen. Da standen wir gerade richtig offen hinten. Jetzt wieder der Gegenkonter, geht hin und her hier. Jesus, spitzer Winkel. Ach, schade. Schön freigespielter von Rausch.
Ja, es geht munter hin und her. Kann man nicht anders sagen. Also für den neutralen Zuschauer ist das ein super Spiel. Bislang, aber wie gesagt, bei Eckbällen, da müssen wir mal wirklich drauf achten, dass nicht beide Innenverteidiger mit nach vorne gehen. Also Opara meinetwegen, der ist ja größer als Zulu, aber da muss immer ein Innenverteidiger zur Absicherung da sein. Das geht nicht. So, Zulu, leider mit dem Fehlpass, das sorgt, das Klaus und, Lengerek. Eine Monsterparade, der ist ja wie Müller. Ne, wie heißt der? Wolf, Andreas Wolf von den Handballern. Zack, da fährt er die Plauze aus. So schwach er bei Eckbällen ist, umso stärker ist er auf der Linie. Apropos Eckball, Achtung, jetzt kommt er nämlich. Kiyotake, nein, der klärt Wadi, aber nicht gut. In die Mitte auf Schmiedebach, da ist Christian Schulz. Felix Klaus, kein Elfmeter, doch, scheiße. Kannst du das geben? Weiß ich nicht, kannst du den geben? Gucken wir nochmal, ob Rausch berührt ihn überhaupt. Oh ja, Ja, den kannst du geben. Ich meine, Klaus muss sich da nicht so theatralisch fallen lassen, aber den kannst du geben. Also, bin ich fair? Naja, aber er ist ja noch nicht drin. Melvüt Erdinsk, der Türke, gegen Mitchell Lengerek. Oh, der Luft in die Mitte. Der Luft in die Mitte! Das hat man schon gesehen. Und Mitchell Lengerek bleibt einfach stehen. Eiskalt. Sehr, sehr peinlich für den Stürmer. Aber Vorsicht, Situation ist noch nicht vorbei. Nochmal der Türke. Wieder Edgar Pripp. Aufpassen, noch ist die Situation nicht geklärt. Sorg, Lengerek ist wieder da. Also heute rettet er uns wirklich den Hintern bislang. Sehr schön gemacht. Jetzt Artif auf Strohengel. Andere Seite gegen Christian Schulz. Strohengel. Läuft hinterher, obwohl er nicht so schnell ist, aber er macht viel fürs Team. Das ist sehr wichtig. So, aber das, wie gesagt, das konnte man wirklich sehen. Der ist langsam angelaufen, hat dann in die Mitte geluft und Mitchell Lengerek bleibt einfach stehen. Hat das geahnt. Gut gehalten. Muss man ja sagen. War zwar nicht schwer, aber immerhin gehalten. So, aber wieder Hannover. Die werden jetzt langsam stärker. Albonos. Über die linke Seite. Achtung, den muss Lengerek haben. Ja, ganz ruhig. So, jetzt kommt Hannover leider ein bisschen besser ins Spiel, weil wir sie auch spielen lassen. Wir dürfen sie einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist unser Problem bei vielen Gegnern. So, Wadi. Jesus gegen Philippe. Dürfte eigentlich von der Geschwindigkeit Gabriel Jesus gewinnen, aber vom Zweikampf kommt Philippe hinterher. Jesus. Ja, jetzt muss er leider abbrechen. Schade. Yannick Stark. Holland hat da jetzt mal ein bisschen Platz. Hat schön Artif den Gegner weggedrückt, Wadi. Nochmal Artif. Schade, kriegt er nicht auf Holland. Aber weiter, unter Druck setzen. Schulz klärt ihn erstmal, müsste Opara gewinnen, hat er auch. Aber leider zum Gegner. Also Hannover bleibt weiterhin gefährlich. Opara gegen Kiyotake zum ersten. Wieder der Türke, Melvit Erdinsk. Achtung. Oh, aber abseits. Das fällt dem Schiedsrichter aber früh auf. Muss man ja sagen. So, Zulu Diekmeyer. Vielleicht mal hintenrum ein bisschen spielen. Mal Hannover kommen lassen. Das machen die nicht das ganze Spiel lang, den Ball hinterherlaufen. Der Ball hat die meiste Luft auf dem Platz. Ist wieder eine Fußballweisheit. Da werde ich eigentlich auch wieder 3 Euro ins Phrasenschwein zahlen müssen beim DS. Beim Sport 1 Doppelpass heißt das ja jetzt. So, Strohengel, Diekmeyer, schnell und gut gespielt. Und schon ist die Lücke da. Über Rausch, Konstantin Rausch. Oh, da hätte er noch gehen können. Da habe ich dann auch immer zu schnell den Abschluss. Da kann ich eigentlich noch einen Meter gehen und querspielen. Da kann ich querspielen. Da ist die Lücke frei zum Querspielen eigentlich. Naja, ich und meine Konter werden nicht die besten Freunde. So, da war gerade Salif Sané, Felix Klaus, Schmiedebach. Kiyotake wird von Stark abgekocht. Vielleicht nochmal eine Chance? Nein. Die 3 Minuten sind um. 1:0, also eine sehr ereignisreiche erste Halbzeit. Wir haben ein Tor gesehen für uns. Wir haben einen gehaltenen Elfmeter gesehen für uns. Wolfsburg nur 1:1 gegen Frankfurt. Also da hoffe ich auf Schützenhilfe von der Eintracht. Die haben zwar gegen uns auf den Sack gekriegt, aber gegen Wolfsburg können sie ruhig mal wie in echt vielleicht gewinnen. 3:2. Sieht bislang ganz gut aus. Gabriel Jesus bislang der goldene Schütze oder der Schütze des goldenen 0:1. Schön gemacht. Weiterspielen, auf jeden Fall. Nicht nachlassen in der zweiten Hälfte. Hannover gar nicht weiter ins Spiel kommen lassen und vielleicht gleich das zweite nachlegen. Über Wadi vielleicht. Philippe. Ja, Philippe sehe ich da so ein bisschen als Schwachpunkt. Der ist nicht so schnell, nicht so wendig wie Wadi zum Beispiel. Artif gehindert zum Ball. Da haben wir Rausch. Raus auf Diekmeyer. Da kommt Stark mit, genau, und so lange spielen, bis sich die Lücke halt irgendwann ergibt. Und wenn es gar nicht geht, spielen wir halt hinten rum über Zulu. Opara ist ja auch noch da und oben über Holland. Wadi, Gabriel Jesus, muss sich wieder in die Mitte orientieren, Holland. Hat da ein bisschen Platz in der Mitte, Strohengel, da hinten ist Strohengel, ja!
Und seine Kopfballstärke bringt uns wirklich auch in vielen Spielen weiter. Hier gerade gesehen, 1,96 ist der Mann groß. In der letzten Saison häufiger auf der Bank gesessen. Aber in dieser Saison im Wechsel. Ich meine, er kriegt da seine Einsatzzeiten. Habe ich ja schon vor der Saison gesagt und auch noch in der Winterpause. Der kriegt noch seine Einsatzzeiten. Und hier zeigt er, wie wichtig das sein kann für die Mannschaft. Wenn Success Money spielt, dann ist auf ihn immer Verlass. Und kurz nach der Pause ist das sehr wichtig für uns. Strohengel, zweites Tor, 52. Minute. Somit haben wir jetzt eine beruhigtere Führung als vorher, weil beim 0:1, da kann vieles passieren, auch beim 0:2. Also wir dürfen uns jetzt auch nicht auf dem 0:2 ausruhen. Da kann in FIFA immer ganz schnell was passieren. Jetzt erstmal Albonos, oh, Erdinsch, ganz frei und wieder Langerick. Achtung, Szene lebt noch. Und wieder Langerick. Also der hat heute echt einen Sahnetag erwischt. Achtung, Szene läuft noch. Felix Klaus, Prip, wieder Erdinsch und wieder Langerick. So, erstmal kurz durchschnaufen hier. Boah, aber wieder eine Monsterparade. Wo holt der heute die Reflexe her, der Junge? Wahnsinn. Aber Hannover drückt. Hannover ist am Drücker. Kiyotake, wieder Albonos, Diekmeier, hol dir den. Rausch ist da. Aha, Vorsicht, wir setzen uns da ein bisschen unter Druck. Rausch, am besten Seitenwechsel, der klappt. Kriegt Holland den, komm. Kriegt er leider nicht. Das dürfen wir nicht so häufig machen. Sorg, aber jetzt Holland dazwischen, sehr gut. So, Holland, lauf mit. Schalte dich mit nach vorne ein, der nächste Gegenkonter läuft. Über Gabriel Jesus, stark, Diekmeier und schickt Rausch. Jawohl, der Ex-Hannoveraner übrigens, das fällt mir auch wieder sehr früh ein. Rausch, Strohengel ist wie gesagt nicht der schnellste, hat auch ein paar oder hat ab und zu mal ein paar technische Schwierigkeiten, aber hey, er hat schon so viel getan für diesen Verein, er hat den Verein mit in die zweite Liga und dann auch in die Bundesliga natürlich geschossen, gar keine Frage, aber okay. So, wir können mal Heller reinbringen für Rausch und dann wechseln wir mal die Seiten. Ah, nee, warte mal, dann lassen wir das so. Gabriel Jesus kann links spielen, okay, dann würde ich sagen, Diekmeier und dafür Teigl mal rein, den gönnen wir auch mal eine Einsatzzeit. Der hat ja auch letzte Saison quasi durchgespielt, also der hatte ja auch sehr wenig Konkurrenz. So, aber jetzt Strohengel, diesmal auf der Außen. Oh, durch drei Mann hindurch, stark gemacht. Und Heller ganz hinten, wenn er den sieht. Oh, der Falsche. Aber wir haben den doch, komm, Andreasen hat da Schwierigkeiten. Sorg hat Sorgen und schießt den Ball einfach mal so aus. Auch nicht schlecht. Ah, klar, er hat das aus Fairness gemacht, weil wir jetzt auch mal wechseln wollen. Finde ich fair, oder? Ja. Und die Hannoveraner wollten eh wechseln. Marcelo kommt rein für Milko Albonos. So, und bei uns kommt Zulu, unser Kapitän. Heller, nicht im Abseits. Da ist Teigl, neuer Mann. Heller hat da ein bisschen viel Platz. Ja, zieht nach innen. Jungs, jetzt fehlen die Anspielstationen so ein bisschen. Prip, Yannick Stark, Artif. Jetzt fehlen so ein bisschen die Anspielstationen. Hannover steht da hinten dicht, gestaffelt. Aber okay, das kommt uns sehr entgegen, weil wir müssen nicht mehr. Wir haben schon zwei Tore. So, Teigl, ah, verliert den Ball ja gegen Marcelo. Aber die Geschwindigkeit sollte er vielleicht drauf haben. Schmiedebach und Heller. Vorne drauf auf Christian Schulz. Ja, der hat schon vor dem 0:1 einen Fehler gemacht. Heller. Und ganz hinten, wenn er den sieht, da ist nochmal Strohengel vor Zieler da. Ja! Strohengel mit dem Doppelpack und wieder nach einem Fehler von Christian Schulz. Wie schon in der ersten Hälfte vor dem 0:1. Jetzt also Strohengel mit seinem zweiten Tor. Und die 1,96, seht ihr ja, was Körpergröße im Fußball ausmacht. Hier Schulz wird schön unter Druck gesetzt. Und Heller mit seiner Geschwindigkeit hätte natürlich auch Jesus anspielen können. Zieler kommt raus, faustet daneben. Das ist ein typischer Mitchell Langerick eigentlich. Ja, und Strohengel macht halt das, wofür er bezahlt wird. Sein drittes Tor, 0:3. Und damit ist die Sache nun durch endgültig. Wir schießen zwar keine 5 Tore bislang, also ist ja noch eine Viertelstunde Zeit, aber wir zeigen bislang auf jeden Fall auf fremden Plätzen eine sehr stabile und sehr konstant gute Leistung. Zu Hause müssen wir das nur noch mal bestätigen. Da war noch mal den einen oder anderen Hänger drin, aber mein Gott, dafür sind wir Darmstadt, dafür sind wir nicht die Bayern. Das müssen wir auch immer mal wieder bedenken. So, jetzt Jamie Vardy. Macht sich wieder auf den Weg, schickt Gabriel Jesus fast zum 4:0. Aber da passt natürlich der Artif auf. Das ist auch, wie gesagt, richtig stark wieder in dieser Saison. Jeder unterstützt sich, die Verteidiger unterstützen die Stürmer. Die Stürmer unterstützen die Verteidiger. Gabriel Jesus, Vardy. Nochmal Gabriel Jesus, zirkelt er den rein. Nein, Zieler ist da, Heller im Abseits. Schade. Es geht auch nicht jeder Schuss rein. Also, muss man auch mal mitbedenken. So, aber Achtung, wieder drauf. Druck machen. Ja, Philippe wird da gehalten von Strohengel.
Ah, Philippe macht das noch gut. Noch haben sie den Ball, Schmiedebach. Weiter unter Druck setzen. Ja, die wissen nicht wohin. Die kommen da hinten nicht raus. Wir machen das in diesem Spiel wirklich gut. Wir haben vorne 3-4 Mann, die vorne wirklich drauf pressen. Hinten stehen wir dann natürlich ein bisschen offen, aber Hannover riskiert natürlich es auch ein bisschen mehr nach vorne, was ich nicht verstehen kann. Weißt du, du liegst zu Hause 3-0 hinten, hast du noch so eine Chance. Jetzt haben wir auch noch Glück, dass die Latte dazwischen ist, aber es war gerade ein super Schuss von Uwe Bech. Ne, also das muss man mal auch mitbedenken. Wir hatten zwei Monsterparaden von Mitchell Langerick aus dem Spiel raus. Wir hatten einen verschossenen Elfmeter von Hannover, also wir hatten auch in ein paar Szenen Glück wieder. Jetzt kommt erstmal Jamie Vardy. Jamie Vardy, das Atif! Oh, was für ein Strich! Das ging ja zu schnell für die Kamera. 0-4. Jetzt ist doch wieder ganz, ganz eindeutig. Ich muss sagen, das ist vielleicht ein Tor zu hoch. Also Hannover war ja nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussagt. Aber das war richtig geil gespielt. Vardy wieder natürlich mit seiner Schnelligkeit und dann BOOM! Ich meine, die Flanke war ja schon ein Strich. Und dann da seinen Fuß noch reinzustrecken. Also Atif ist wirklich ein klasse Mittelfeldspieler. 4 Tore, hat viele Vorlagen auch gemacht. Läuft viel für die Mannschaft. Gewinnt viele Zweikämpfe, hat eine hohe Aggressivität auch. Also wer auch immer den Spieler damals im Sommer, glaube ich, war das. Glaube ich, ne, im Winter der letzten Saison. Dann haben wir den für den Sommer geholt. Umsonst, ne, muss man noch mit dazu bedenken. Nochmal Uwe Bech. Also wer den Spieler unten reingeschrieben hat, der gehört wirklich geherzt. Fühl dich geherzt, egal wer du auch bist. 0-4. Spiel ist aus. Wir gewinnen das nächste Auswärtsspiel auch so hoch irgendwie. Also bei uns klappt es irgendwie auswärts, habe ich das Gefühl. Die Heimspiele sind noch so ein bisschen träge, aber okay. Bis auf Berlin, sage ich mal, den Ausrutscher. Aber 0-4 schon wieder. Da muss ich sagen, starke Leistung. Bester Mann für mich heute, Gabriel Jesus eigentlich. Nein, aber Strohengel natürlich. Er hat 2 Tore gemacht und eine Vorlage. Der Mann ist immer noch Gold wert, obwohl er schon so alt ist, obwohl er nicht mehr ganz der Schnellste ist. Aber wir haben auch diesmal eine super Schussgenauigkeit, auch bei beiden. 5 Schüsse aufs Tor, beide. 5 davon kamen aufs Tor. Und wir haben 4 davon reingemacht. Also Chancenverwertung war wirklich diesmal super. Und Wolfsburg, oh, gewinnt leider gegen Frankfurt. Schalke verliert gegen Hoffenheim, Hertha gewinnt gegen Köln. Schade, naja, Spieler des Monats bekannt gegeben, vielleicht irgendeiner von uns, nein. Wolfsburgs Mann Kruse. Max Kruse ist Spieler des Monats Februar geworden. Ja, die Wolfsburger lassen nicht locker. Schade, die Bayern müssen noch spielen. Die können auch aufschließen auf 49 Punkte. Was sie noch nicht machen, aber wir gucken gleich mal. Gibt es keine wichtigen Nachrichten? Doch, die Bayern haben auch ihr Spiel gewonnen. Also es bleibt da oben eng zusammen. Aber wir geben mal jetzt als wirklich realistisches Ziel aus einen internationalen Platz. Also sagen wir mal unter den ersten 6. Das ist dieses Jahr wirklich realistisch, da haben wir auch noch 17 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Jetzt geht's gegen Freiburg, gegen den Tabellenletzten, das ist vermeintlich, Vorletzter, ui, die arbeiten sich nach oben, die Freiburger, obwohl sie immer noch die meisten Gegentore haben. Nein, Quatsch, Lautern hat 43 Gegentore, Freiburg hat nur 41, aber auch immer noch viel. Es sind noch 10 Spieltage. Es ist auch noch nichts verloren in Richtung Meisterschaft, aber unter die ersten 6 will ich schon kommen diese Saison. Wir haben auch 43 Tore jetzt schon geschossen. Letzte Saison waren es nur 36 oder 34. Wir haben die wenigsten Gegentore. Der Abstiegskampf bleibt spannend. Der internationale oder der Kampf um die internationalen Plätze vielleicht auch. 8 Punkte nur zwischen Leverkusen und Hertha. Und die spielen, glaube ich, auch noch gegeneinander. Also, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zum Heimspiel gegen Freiburg. Heimspiel. Uiuiui. Macht's gut. Ciao.